Wenn mich jemand fragen würde, was ich vom UFO-Phänomen denke und was dahinter steckt, dann würde ich auf jeden Fall die Theorie von Jacques Vallée erwähnen. Heute widmen wir uns meiner absoluten Lieblingstheorie über das UFO-Phänomen. Durch die neuesten Aussagen von David Grush, die er bei der Anhörung von 2023 getätigt hat, wird diese Theorie immer mehr bestätigt. Jacques Vallées Theorie fordert zum Nachdenken auf und passt sich den jeweiligen Beweisen, die hinzukommen, an. Sie bietet keine endgültige Lösung und er kann selbst auch nur zum jeweiligen Zeitpunkt seine Meinung dazu abgeben. Er versucht trotzdem, alles auf einen Nenner zu bringen. In seinen Büchern, die ich nur empfehlen kann und jetzt für euch einblende, gibt es sehr viele Beispiele, warum das UFO-Phänomen komplexer ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Jacques Vallée war ein Astronom in Paris und Mitentwickler der ersten computergestützten Karte des Mars für die NASA. Bevor er als ein wichtiger Teil der UFO-Forschung angesehen wurde, hat er, wie viele andere auch, in einer wissenschaftlichen Stellung gearbeitet. 1955 hat er selbst ein nicht identifiziertes Flugobjekt über seinem Haus in Frankreich gesichtet. 1961 entdeckte er und seine Mitarbeiter einen Satellit, der sich in die entgegengesetzte Richtung zur Erdrotation bewegte. Zu dieser Zeit gab es keine Raketen, die so einen speziellen Satelliten einfach mal in die Erdumlaufbahn transportieren konnten. Sie gingen davon aus, dass die Schwerkraft der Erde möglicherweise einen Asteroiden eingefangen hatte. Das eigentlich Ungewöhnliche an dem ganzen Vorfall war, dass ein nicht namentlich genannter Vorgesetzter gekommen sei und die Aufzeichnungen zu dem Satelliten einfach gelöscht hatte. Sein Interesse an dem ganzen UFO-Phänomen startete so richtig in den 60er Jahren. Zuerst war er, so wie viele andere auch, davon überzeugt, dass es sich typischerweise um außerirdische Besuche handeln musste. Mit hochentwickelter Technologie würden sie von einem weit entfernten Planeten mit Überlichtgeschwindigkeit zu uns reisen. Doch innerhalb eines Jahrzehntes haben sich langsam aber doch seine Schlussfolgerungen zu dem Thema geändert. Er begann damit, die Gemeinsamkeiten zwischen unidentifizierbaren Flugobjekten und anderen paranormalen Phänomenen zu erforschen und sie zu verbinden. Die ersten möglichen Verbindungen wurden in seinem Buch Passport to Magonia zum ersten Mal dargestellt. Ich habe ein englisches Hörbuch auf YouTube dazu gefunden und ich werde euch das mal in die Videobeschreibung verlinken. Die Hypothese, die er aufstellt, will ich euch jetzt mal etwas näher bringen. Denn auch ich habe über Jahre hinweg, bevor ich über seine Bücher und seine Theorie gelesen habe, langsam aber doch erkannt, dass das ganze Phänomen nicht einfach nur außerirdische Besucher sein kann. Die Gemeinsamkeiten zu anderen Phänomenen wie zum Beispiel Geister, religiösen Erlebnissen und auch noch anderen Ereignissen im übersinnlichen Bereich kann man einfach nicht mehr leugnen. Es wäre zu einfach, all diese Dinge getrennt zu sehen und das UFO-Phänomen einfach als Wesen von anderen Planeten abzutun. Viele Dinge müssten ignoriert werden, die mit den UFO-Phänomenen einhergehen. Jacques Vallée denkt über den Tellerrand von außerirdischen Besuchern hinaus. Man muss ein wenig offen bleiben, um sich auf die Theorien von ihnen einzulassen. Manches klingt etwas sehr spirituell, obwohl es vielleicht gar nicht so ist. Wie schon erwähnt, fand er die einfache Erklärung von Besuchern von außerirdischen Wesen als nicht ausreichend, um die Komplexität des Phänomens im Ganzen zu erklären. Immer wieder gab es Überlappungen zwischen Ereignissen, die Menschen erlebt haben. Er fand viele Fehler in der Theorie, dass es sich um Wesen von anderen Planeten handeln müsste. Natürlich können wir mit unserem menschlichen Verstand und unserer Logik nicht vorhersagen, was für Wesen von anderen Welten logisch wäre. Doch wenn eine hochentwickelte Zivilisation einen anderen Planeten besucht, scheint die Vorgehensweise der Außerirdischen, wenn sie Menschen entführen oder in ihren Schlafzimmern begegnen, doch sehr absurd. Es gleicht eher einer Darstellung oder einer Präsentation, als dass es wirklich einen Nutzen für diese fremden Wesen hätte. Es scheint viel wichtiger zu sein, wie wir auf diese Situation emotional reagieren, als dass es wichtig für die Außerirdischen wäre, dass sie zum tausendsten Mal eine Probe von einem Menschen entnehmen. Auch das Hybridphänomen, das anscheinend ein wichtiger Teil der außerirdischen Agenda zu sein scheint, ist komplett absurd, wenn man bedenkt, wie hochentwickelt sie sein müssten, um einen anderen Planeten überhaupt zu erreichen. Das Klonen an sich sollte so alltäglich für sie sein wie eine Zahnbehandlung für uns.
Auch die wissenschaftlichen Untersuchungen, die diese Außerirdischen an uns Menschen durchführen, scheinen viel brutaler zu sein als unsere medizinischen Vorgehensweisen. Vieles wird bei vollem Bewusstsein an den Menschen vorgenommen, obwohl es ein leichtes wäre, uns einfach das Bewusstsein durch eine Narkose zu nehmen. Es gibt viel mehr Landungen und Entführungen, als eigentlich notwendig wäre, um so ein Hybridprogramm oder eine Untersuchung eines fremden Planeten zu rechtfertigen. Sie atmen unsere Luft und sie sind uns auch sehr ähnlich. Auch wenn die grauen Außerirdischen oft wenig Emotionen in den Gesichtern erkennen lassen, übermitteln sie uns ähnliche Emotionen, die wir auch kennen. Ungewöhnlich ist auch die plötzliche Veränderung der Wesen und ihrer Flugscheiben. Wenn sie rein materiell wären, wäre es seltsam, wenn plötzlich aus einem typischen Flugzeug auf einmal ein Helikopter werden würde. Dieses Phänomen existiert auch nicht erst seit den letzten 100 Jahren. Nein, es ist Teil der Menschheitsgeschichte und das schon seit Jahrtausenden. Die Aufzeichnungen von ähnlichen Besuchen gehen weit in die Vergangenheit zurück. Sie wurden nur damals anders beschrieben oder anders wahrgenommen. Aber alle Anzeichen, die wir auch heute noch beobachten können, sind damals schon vorhanden gewesen. Damals gingen wir davon aus, dass es Götter sein mussten, die vom Himmel zu uns herabsteigen. Aber heute, besonders mit unserem Wissen, dass es auf anderen Planeten Leben geben könnte, gehen wir davon aus, dass es sich um Außerirdische von weit entfernten Welten handeln könnte. Diese Vorstellung gab es vor Tausenden von Jahren noch nicht. Damals sah man zum Himmel auf und man war sich sicher, dass dort oben die Götter leben müssten. Deswegen wurden diese Besucher auch als Teufel, Kobolde oder andere Wesen beschrieben. Sie konnten die Erlebnisse nur mit dem beschreiben, was sie auch kannten. Eine große Gemeinsamkeit ist in den meisten Fällen, dass diese Wesen eine humanoide Erscheinung haben. Oft halten sie dabei einen Stab in den Händen, der früher noch als Zauberstab galt und heute als eine komplexe Apparatur eines Wesens mit einer hochentwickelnden Technologie, die über unsere Vorstellung hinausgeht. Durch diesen Gegenstand wird oft eine Lähmung des ganzen Körpers herbeigeführt. Diese Lähmung ist auch ein großer Teil in den Erlebnissen, die die Menschen seit Jahrtausenden berichten. Jedes dieser Erlebnisse wirkt sich auf verschiedenen Ebenen auf den Menschen aus. Sie verändert ihn emotional, aber auch spirituell. Es bleiben sogar körperliche Spuren zurück. Das Phänomen scheint sich unseren Vorstellungen von heute anzupassen und mit unseren Entwicklungen einherzugehen. Sobald wir technisch einen neuen Fortschritt machen, ändern sich auch die Besuche und Sichtungen dieser Wesen. Man könnte es wie eine Maschine im Hintergrund beschreiben oder vielleicht ein Bewusstsein, das uns manipuliert und uns vielleicht sogar nach vorne bringt. Es regt dabei die Fantasie an und formt den Menschen mit, sodass er Großes erreichen kann. Dabei bleibt das Phänomen gleichzeitig so absurd, dass man es wissenschaftlich einfach nicht ernst nehmen kann. Alles scheint willkürlich zu sein und nicht zueinander passend. Und damit wird es uns schwer gemacht, dieses Phänomen mit unseren wissenschaftlichen Methoden zu untersuchen. Diese Entführungen bringen oft auch sehr viel Leid und Schmerz mit sich. Und daraus ziehen die Menschen teilweise so viel Kraft, dass ein Umdenken geschehen kann. Dabei werden den Entführten Botschaften übermittelt. Früher handelte es sich um Botschaften von Gott und heute sind es Warnungen von einer außerirdischen Zivilisation. Warnungen, wie wir mit dem Planeten umgehen oder untereinander. Warnungen vor bevorstehenden Katastrophen, die eintreffen werden. Dabei werden Menschen ausgewählt, die zu einem gewissen Zeitpunkt erweckt werden, um anderen zu helfen, sich einer neuen Realität anzupassen oder sich an eine neue Realität zu gewöhnen. Das klingt sehr nach Botschaften, die früher die Menschen von Gott erhalten haben oder von anderen spirituellen Wesen. Die Menschen kommen nach so einem Erlebnis, nach so einer Entführung verändert zurück und sehen die Welt auch ganz anders. Viele engagieren sich dann zum Beispiel für den Umweltschutz oder setzen sich dafür ein, dass die Botschaften der Außerirdischen verbreitet werden. Das erinnert mich halt auch wieder sehr an eine Art von Religion. Das Ganze gibt den Eindruck, dass dieses Phänomen sich nur in unseren Köpfen abspielt. Es scheint keinen Einfluss auf die materielle Welt zu haben. Doch das stimmt so nicht. Dieses Phänomen manifestiert sich auch in unserer Welt und lässt körperliche Male zurück oder ganz einfache Abdrücke von den gelandeten und nicht identifizierbaren Flugobjekt. Verbrennungen der Erde und auch Radioaktivität bleiben zurück. Sogar mit unseren Kameras haben wir schon oft dieses Phänomen aufgezeichnet. Solche Aufzeichnungen gab es früher leider nicht, doch haben viele Künstler diese Objekte in ihren Malereien eingefangen. Sie sehen dabei unseren heutigen fliegenden Untertassen sehr ähnlich und auch die Wesen, die sie abbilden, haben oft dasselbe Erscheinungsbild wie heute. Einen ganz besonderen schönen Einfluss, finde ich, hat das Phänomen in Form von Kornkreisen, die oft gehäuft in England auftreten.
Auch wenn viele dieser Kornkreise von Menschen gemacht sind, gibt es vereinzelt welche, die es eben nicht sind. Es scheint wie ein anderer Kommunikationsweg zu sein, den diese Wesen mit uns versuchen. Doch bleibt das Erscheinungsbild nicht immer komplett gleich. Denn, wie schon erwähnt, das Aussehen der Besucher ändert sich oft. Und das hängt auch davon ab, was der Beobachter, der Entführte, erwartet oder glaubt. Sie können eben als Engel erscheinen oder Tiere oder Roboter, wenn der Mensch es für logisch hält. Ob das nun an den Wesen selbst liegt oder an uns, kann man auch nicht wirklich sagen. Um die ganzen Verbindungen so ein bisschen jetzt darzustellen, habe ich mir ein paar Punkte rausgesucht, wo ich persönlich finde, dass man das am besten auch sieht, dass es da immer wieder Ähnlichkeiten gibt. Aber ihr könnt gerne auch in die Kommentare eure Verbindungen mir schreiben, weil das wäre total interessant, weil jeder beschäftigt sich mit anderen Dingen und sieht dann vielleicht Verbindungen, die jemand anderen noch nicht gesehen hat. Wir haben auf jeden Fall mal die Paralyse und das ist diese Lähmung des gesamten Körpers. Kommt schon immer vor. Passiert auch zum Beispiel, wenn man in die Welt von einer außerkörperlichen Wahrnehmung sich begibt. Davor entsteht eine Lähmung des Körpers, man kommt in eine Schlafparalyse hinein, bevor man sich vom Körper ablöst. Und wie schon zuvor erwähnt, wurden früher die Menschen, wenn sie durch die Elfen oder anderen Wesen mitgenommen wurden, auch oft gelähmt, mit einem Zauberstab, um keinen Schaden anzurichten. Auch die Lähmung des Körpers bei Erlebnissen, die mit Inkubus und Succubus erfahren wird, ist ähnlich wie die Besuche von Außerirdischen in unseren Schlafzimmern. Das Ganze deckt sich dann auch wieder mit der Schlafparalyse. Das heißt aber nicht, dass man solche Erlebnisse rein mit der Schlafparalyse erklären kann, denn es gibt viele Fälle, in denen der Partner, der im selben Bett schläft, von diesen Besuchen mit beeinflusst wird und einen Teil davon auch bewusst mitbekommt. Auch das plötzliche Verschwinden von Menschen wird von dem Partner zum Beispiel mitbeobachtet. Früher kam es öfters in Geschichten vor, dass Menschen über teilweise Monate bis Jahre auch weg gewesen sind und fast unverändert zurückgekommen sind. Das plötzliche Verschwinden, das von Angehörigen eben auch beobachtet wird, lässt sich dann nur schwer erklären. Heute werden wir von Außerirdischen in ihren Raumschiffen mitgenommen und sogar auf den Heimatplaneten gebracht. Uns wird eine fantastische Welt gezeigt, die so ganz anders ist als unsere menschliche. Dasselbe taten auch früher die Fabelwesen, die uns ihre dann eher sehr verspielte Welt gezeigt haben. Ich glaube, die längste Entführung, die ich noch jetzt im Kopf habe, ist die von Travis Walton, die über, ich glaube, 6 Tage waren das, hinweg ging. Jedoch verschwinden auch bei Missing 411-Berichten Menschen komplett oder auch über mehrere Monate, bis sie wieder auftauchen. Eine Frage, die man sich halt auch sehr oft stellt, ist, warum sehen wir keine Wesen, die zum Beispiel aussehen wie die Wesen von dem Film Arrival? Ich habe es richtig ausgesprochen. Warum sind es immer diese humanoiden Gestalten mit 2 Armen, 2 Beinen, einem Kopf und meist größeren Augen? Man könnte damit argumentieren, dass sich diese Wesen auf anderen Planeten ähnlich entwickelt haben, weil das die einfachste Form ist, mit der man auf verschiedenen Planeten zurechtkommt. Jedoch, jeder Planet hat andere Eigenschaften. Eigentlich müssten die Formen auch ein bisschen anders sein. Denn wie auch bei uns gibt es die verrücktesten Formen und wir als Menschen haben uns einfach am besten weiterentwickelt. Das kann natürlich auch darin liegen, dass wenn man am Land lebt, dass man sich das Feuer zunutze machen kann und so eine Technologie erreicht, die Wesen im Meer nicht erreichen können, denn sie können halt eben kein Feuer nutzen. Auch die Götter, Engel, Feen und Kobolde und andere Wesen haben immer schon eine sehr ähnliche Menschenform gehabt. Das Durchdringen von Türen und Fenstern, die geschlossen sind, das finde ich sehr interessant, denn das passiert auch im Astralbereich, wenn man, wenn das so stimmt, seinen astralen Körper von dem eigentlichen menschlichen Körper ablöst. Und da habe ich auch schon Theorien dazu gehört, dass die Außerirdischen nicht nur unseren fleischlichen Körper entführen, sondern eben auch nur das Bewusstsein oder unsere Seele. Geister können die materielle Welt auch einfach so durchdringen, ohne Hindernis. Das überschneidet sich da jetzt auch wieder. Und da kommen wir dann zum Poltergeistphänomen und allgemein Geisterphänomenen. Wenn jemand Entführungen durch Außerirdische erlebt, passieren bei ihm zu Hause die typischen Anzeichen einer Poltergeisterscheinung. Die häufigste Variante hat etwas mit elektronischen Geräten zu tun. Vieles kann man nicht mehr als Zufall abtun, wenn sie halt so gehäuft auftreten. Irgendwas scheint Einfluss auf den Menschen und auf die Umgebung von ihm einzunehmen. Die Wesen scheinen wie Geister anwesend zu sein, auch wenn sie gerade nicht sichtbar sind.
Warum wir auch ständig mitgenommen werden, ist auch so ein großes Rätsel. Das passiert ständig und ist ein Kernpunkt. Ob das jetzt Entführung durch Elfen oder Kobolde oder Entführung durch Außerirdische, Bigfoot, Missing 411, auch im religiösen Sinn gab es schon oft Erzählungen, wo Menschen mitgenommen wurden. Es scheint halt wirklich wie eine Präsentation zu sein, um uns zu verändern, um uns Botschaften zu übermitteln. Ein Weg der Kommunikation. Das ganze Religionsthema ist ja auch nochmal was sehr stark mit dem Tod verbunden ist. Und viele, die von einem Nahtoderlebnis zurückkommen, erzählen von Dingen, die einer außerkörperlichen Wahrnehmung sehr nahe sind. Es gibt Theorien und Berichte von Menschen, wo die Außerirdischen ihnen berichten und erzählen, dass sie auch mit der Seele von dem Menschen zu tun haben. Die Körper scheinen wie Container zu sein. Es gibt da das Starseed-Phänomen, wo Menschen behaupten, sie wären reinkarnierte Außerirdische. Und sollte das System der Wiedergeburt wirklich existieren, dann habe ich mich schon immer gefragt, warum das auf unserem Planeten begrenzt sein sollte. Es gibt natürlich auch diese Theorie, dass unser Planet ein Gefängnis für uns Seelen ist und wir immer nur da reinkarniert werden können. Das kann ich halt eben auch nicht sagen. Aber ich habe mir immer schon gedacht, warum nicht das ganze Universum? Wenn ich eine Seele bin, die reinkarniert wird, warum kann ich nicht irgendwo anders auf einem anderen Planeten wiederkommen? Ich weiß leider nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Es war so eine einfache Dokumentation, 90er, 80er Jahre. Und da handelt es sich um Jenseitsfotografie. Und diese Abbildungen haben mich dann total verstört und erschreckt, weil diese Abbildungen vom Jenseits diese typischen grauen Außerirdischen gezeigt haben. Nicht einen kompletten 3D-Außerirdischen, aber diese Augen, diese dunklen Augen, dieser kleine Mund, Nase. Deswegen gibt es zwischen diesen Dingen auch nochmal Überlappungen mit dem ganzen UFO-Phänomen. Und auch alle Religionen basieren ja auf dieses System, dass etwas vom Himmel kommt und uns Menschen etwas berichtet, damit wir unser Leben anders führen und uns auf das Leben nach dem Tod vorbereiten. Eigentlich sollte das ein ganz eigenes Video werden, denn jetzt geht's kurz um Ägypten und Pyramiden und das ist auch total interessant, denn da gibt's auch ein paar größere Verbindungen. Denn zum Beispiel die Pyramiden sollten von Außerirdischen gebaut werden oder nicht nur allein von den Menschen. Es sollte eine Technologie existiert haben, die den Menschen vielleicht damals bekannt war, die aber über die Zeit verloren ging und die von den Göttern den Menschen gegeben worden ist. Wieder Götter, vielleicht waren es Außerirdische oder eben dieses Phänomen. Angeblich soll man, wenn man sich an einen richtigen Ort in einer Pyramide aufhält, auch eine außerkörperliche Wahrnehmung erfahren. Was sich jetzt wieder damit überschneidet. Langsam merkt man so richtig, wie da so ein Netz entsteht. Bei Astralreisen ist es auch so, dass man Wesen in anderen Welten begegnet oder in anderen Dimensionen. Oder vielleicht hat man dann eben ein bisschen mehr Kontakt mit diesen Phänomenen, mit dieser Maschine hinter dem ganzen UFO-Phänomen. Großer Aspekt ist auch Babys und auch die Fortpflanzung an sich. Die Zeugung von Hybridwesen und das Mitnehmen von Babys ist auch etwas, das schon lange existiert. Elfen tauschen ihre Kinder mit den eigenen aus, Frauen werden mitgenommen von Außerirdischen und kommen schwanger zurück. Nach ein paar Monaten wird ihnen das Baby wieder genommen und es gibt keine Anzeichen von einer Schwangerschaft oder es gibt Anzeichen einer Schwangerschaft, obwohl die Frau eben keine Schwangerschaft eigentlich hatte und damals auch keinen Partner hatte, wo sie hätte schwanger werden können oder auch keinen sexuellen Kontakt in den letzten Monaten hatte. Es gibt das Phänomen von einer Scheinschwangerschaft, aber dann sollte es halt keine richtigen Anzeichen einer Schwangerschaft geben. Doch was sagt jetzt eigentlich Jacques Vallée über dieses ganze Phänomen? Für ihn ist das Phänomen etwas Echtes, was auch immer es sein mag. Es existiert einfach und das sage ich auch immer, es existiert, es ist da. Seine Theorien laufen darauf hinaus, dass wahrscheinlich eine Art Bewusstsein oder Wesen neben uns auf dem Planeten existiert, das mit uns zu interagieren scheint. Es zeigt sich uns, um uns zu beeinflussen. Das heißt natürlich nicht, dass wir niemals oder nie von Außerirdischen besucht werden oder besucht worden sind. Wahrscheinlich gehen diese vereinzelten Fälle in dieser ganzen Masse dieses Phänomens dann auch unter. Es besteht die Möglichkeit, dass wir dieses Bewusstsein, das neben uns existiert und wie eine Maschine auf dem Planeten fungiert, noch nicht von uns gemessen werden kann. Es ist doch nicht sicher, ob wir das irgendwann in der Zukunft tun können. Aber es scheint sich definitiv nicht um Außerirdische von einem fremden Planeten zu handeln. Er selbst kann nicht wirklich genau sagen, um was es sich handelt. Er versucht eigentlich nur auszuschließen, was es nicht sein kann und spornt dazu an, andere Denkweisen anzunehmen. Für manche ist das vielleicht weniger spannend und weniger befriedigend, da wir einfach keine klaren Antworten haben.
Wir sehnen uns so sehr nach dem, dass wir alles wissen und immer damit in einer Art Machtposition verharren. Doch das nehmen uns die Außerirdischen, indem sie uns einfach zeigen, dass wir nichts wissen. Oder eben das Phänomen, das Bewusstsein. Ich tendiere noch immer dazu, Außerirdische zu sagen, aber ich denke, langsam kriegt ihr schon mit, was ich eigentlich damit meine. Außerirdische von unseren eigenen Planeten. Ich glaube, eins der drei Bücher heißt auch so von Jacques Vallée. Sie manipulieren ja auch nicht nur unseren Kopf, sondern auch Raum und Zeit. Und besonders das mit der Zeitkomponente macht es diesem Phänomen möglich, sich unabhängig von allem zu bewegen. Sie können uns Menschen in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft begegnen. Es gibt einfach keine endgültige Antwort auf diese Frage, was das UFO-Phänomen ist. Es gibt niemanden, der uns das genau sagen kann. Wir können nur beobachten und versuchen, mit unserer Wissenschaft, die wir gerade haben, uns die Welt zu erklären. Und wir verstehen langsam dadurch das Universum immer besser und lernen es immer mehr kennen. Jedoch kommen wir oft an den Punkt, ob wir jetzt den wissenschaftlichen Theorien mehr Glauben schenken oder einer Religion, der wir uns nahe fühlen, dass wir denken, alles zu wissen. Das gibt uns Sicherheit und es fühlt sich gut an. Denn das Nichtwissen ist unangenehm. Doch wenn man sich dann eingestehen kann, dass man nicht alles weiß, dann bleibt man für Dinge offen, für neue Dinge. Und das, finde ich, ist Jacques Vallée immer schon sehr gut gelungen. Und das macht seine Theorie für mich einer der besten, die es momentan zu dem ganzen UFO-Phänomen gibt. Es ist eine Theorie, die sich mit den Erlebnissen und den Beweisen immer wieder weiterentwickelt. Und die traurige Wahrheit wird wahrscheinlich sein, dass wir auch in tausenden Jahren noch keinen blassen Schimmer haben werden, was eigentlich auf unserem Planeten und im ganzen Universum vor sich geht. Damit verabschiede ich mich von diesem Video. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Liken, abonnieren nicht vergessen. Ich verlinke euch gleich noch ein anderes Video am Ende, was ihr euch gleich dann noch weiter anschauen könnt oder eine Playlist. Und ich sage damit Tschüss.